Hallihallo und willkommen zurück zum nächsten Teil. In diesem Teil werden wir das Abenteuer des rostigen Rings begehen. Begehen wir das wirklich? Erspringen, würde ich ja sagen. Und ja, wir müssen hier diesen Geheimgang gehen, den es hier gibt. Ich habe die ganze Zeit schon gedacht. Was für ein cooler Weg hier. Und jetzt müssen wir hier rüberspringen. Ich hoffe, dass wir das jetzt schaffen. Wow! Wuhu, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Okay, und jetzt müssen wir hier schauen. So, ja, warte mal. Jetzt hier hoch. Oh. Was ist hier? Moment, da liegt was. Wollen wir uns das holen? Wir holen uns das erstmal hier. Hi. Ah. Sag mir nicht, dass wir nicht mehr danach da oben kommen. Jetzt. Ah. Nein! Geil. Okay, wir müssen doch mal springen. Scheiße. Okay. Kacke. Also, wir sehen uns in einer Sekunde drüben. So, dann schauen wir doch mal, was hier in dieser wunderschönen Leiche drin ist. Aha! Schlüssel Untoten Asyl West. Na super. Na super. So, dann würde ich sagen, oh, hier geht's direkt wieder runter und nach oben. Ja, genau, dann. Nicht, dass wir jetzt hier wieder runterfallen. Oh je. Warte mal. Okay. Was ist das jetzt hier? Ah, okay. Moment, warte mal. Warte mal, vielleicht kommen wir ja hier hoch. Wenn nicht, dann sehen wir uns in einer Sekunde wieder. So, wir sind wieder oben. Und jetzt klettern wir uns mal weiter nach oben und schauen mal, was ist hier noch. Was gibt es denn hier zu entdecken? Gibt es hier irgendwas? Ach, guck mal, wie schön. Dieses Licht. Also entweder das strahlt von unten durch das Loch oder von oben durch das Loch. Ich glaube eher von oben durch das Loch. Und hier ist, ein Vogelnest. Und ich glaube, mit diesem Vogelnest können... Alter Schwede, was ist das für eine Megaburg hier eigentlich, oder? Man, schaut euch das mal an hier unten. Alter Schwede. Krass. Krass, krass, krass. Okay, so, dann gehen wir jetzt mal hier hinein. Und rollen uns zusammen wie ein Ei. Und warten einfach. Vielleicht denkt er, dass wir ein Ei sind. Wir sind ein Ei. Wir sind ein Ei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Oh. Holla. Wieso transportiert er eigentlich Eier von einem Nest zum anderen? So. Hier, den Bereich kennen wir doch, oder? Okay, dann bin ich erstmal... Ah, ja, ja, das wird jetzt cool. Denke ich, hoffe ich, hoffe ich. Nee, die zwei Feuerdudes. Ja, hallo, Feuerdude. Nächste Feuerdude. Ja. So, okay, die okay, das war jetzt nicht wirklich schwierig, aber dann schauen wir mal weiter. Wie schön. Ich wünschte mir ja, dass in einem der Dark Souls-Teile irgendwie irgendwas mit mehr Schnee wäre. Ich bin ja ein großer Schneeliebhaber. Und das wäre halt wirklich, wirklich geil. Was war das gerade für ein Geräusch? Ah! Alter! Nein! Oh. Alter Schwede. So, hallo und willkommen zurück. Wir sind jetzt diesmal hier oben. Eieieiei.
Und werden auch nicht da in die Mitte reingehen. Also das muss ich mir nicht nochmal antun. Vor allem nicht, nachdem ich den gesamten Weg wieder zurücklaufen musste. Und ich würde sagen, jetzt finden wir uns mal hier in diesem wunderschönen Flacon de la Bouche Bouche. So. Was ist das für ein Geräusch gewesen? Ist doch irgendeiner gerade durch Wasser geplatscht, oder? Schon wieder so lange her, seitdem wir hier waren. Ne? Das ist wirklich unglaublich. So, warte mal. Hier oben ging es weiter, wenn ich mich recht entsinne. Also, hier oben. So, ich habe ja gerade gerestet am Feuer, natürlich. So. Okay. Dann gehen wir jetzt hier lang, würde ich, sagen. Bekämpfen die Monster aus der Hölle. Ging's nach unten? Ah, ich weiß gar nicht mehr. Hier ist noch ein Firo de Flacon. Das kann ich jetzt nicht mehr benutzen, oder was? Oh, na gut. Ist auch Wurst. Also. Okay, hier ist nichts. Ach du Scheiße. Hört doch hier irgendwas. Ah! Das bin ja ich! Ah, das bin ich! Den müssen wir halt wirklich auf eine ganz, ganz edle Art erledigen. Das ist doch der Typ vom Anfang, wisst ihr noch? Warum lebt der denn wieder? Was? Oh, jetzt klappt natürlich mein Superblock nicht mehr. Ah! Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ein Wappenschild. Oh, das schauen wir uns doch gerade mal an. Wappenschild, das klingt aber... Wappenschild, das ist ja eigentlich dasselbe wie das Drachenwappenschild, nur in anders, oder was? Reduziert Magieschaden. Oh. Oh, das benutzen wir jetzt. Aus der Ehre, für die Ehre des Kriegers, werden wir jetzt sein Schild tragen und genauso aussehen wie er. Während wir hier vorne gegen diese Wullewatze hier kämpfen. Ach, da wird mir jetzt schon wieder schlecht, wenn ich den da vorne sehe. Ihr erinnert euch, wie lang ist es her? Erstmal schauen. Oh, oh. Das ist aber wirklich ein schöner Schild, oder? Also nur mal so ganz nebenbei. Aber wir benutzen doch lieber Ehre hin, Ehre her. Unser Graswappenschild. Das, wir wären blöd, wenn wir es jetzt nicht benutzen würden. Auf so einem engen Gang, alter Schwede. Ah! Ich liebe das. Ich würde gern einfach vorbeikommen können. Lieber. Ich muss hinter dem. Ansonsten. So, warte mal. Hier ein Schlückchen trinken. Genau, und jetzt? Nein. Jetzt lass uns doch mal ganz kurz. Ich will doch nur hinter dich gehen, verdammt nochmal. Bleib doch einfach mal stehen. Bleib doch einfach mal. Mist. Wieder zu viel rumexperimentieren wollte ich da. Also wir sehen uns in einer Sekunde hier vorne. Den hauen wir um. Die Sau. So, mein Freund. Jetzt. Ich gehe einfach gerne an dem Typen vorbei. Wisst ihr warum? Weil der Typ ist doof. Wir können aber auch mal eins machen. Wir gehen einfach hier in diese Tür rein. Vielleicht kommt er da nicht hinterher, weil er ist einfach 22 Meter hoch. Na! Ah! So. Können wir ein Schlückchen trinken. Ich kann... Tja.
Okay. Wuhu! So. Du Arsch! Was war denn jetzt eben gerade mit dem am Schluss los da? Der konnte das, glaube ich, nicht raffen, dass wir ihn da ins Zimmer... Bei meiner Ehre, er zieht mich in dieses Zimmer hinein. Das geht nicht. Okay, wenn jetzt hier direkt der Nächste kommt, dann werde ich... Ich hoffe dass nicht, dass jetzt hier nur diese Typen sind. Schauen wir nochmal hier. Ah, da diese Leiche, ja. Da wüsste ich auch mal gern, was drin ist. Oh oh. Haha! Oh. Ja, natürlich, hat er erzählt, dass er am Anfang, Moment. Hätten wir nicht einfach direkt hier hochgehen können? Oder hat jemand die Tür wieder zu... Oh, nee, oder? Egal. Wir haben's gemacht. Scheiße. Ja! Hat irgendjemand die ganze Kugel wieder da hochgeschoben, oder was? Also den möchte ich gerne sehen, der diese Kugel nimmt. Diese Kugel. Und die wieder die Treppe hier nach oben fährt. Bin gespannt, wen wir da jetzt hier oben sehen. Hallo? Du hast diese Kugel nach oben geschoben. Das ist eher so Sisyphus-mäßig. Und zwar nach einem Meter schon. Ach, nach 2 Zentimetern ist das schon Sisyphus. Mit dem Typen. Ah, unglaublich. Unglaublich. So. Okay. Hoffen wir mal, dass es jetzt hier mit den Supergegnern war. Wir uns hier von keinem der Pfeile mehr treffen lassen. Haha, du Wicht. Ja. Ach du Scheiße. Ob wir den schaffen, das ist die Frage. Also. Oh, war das nicht letztes Mal nur einer hier? War das letzte Mal nicht nur einer hier? Ich wundere mich echt gerade. Oh. Haha, so. Und jetzt schauen wir mal, was hier hinter ist. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Oh. Ach, nur das? Oh. Verrosteter Eisenring. Cool. Ach so, mehr ist hier gar nicht, oder was? Was heißt mehr? Ich meine, wir haben jetzt hier einen super geilen Ring, aber hätte ja sein können, dass hier noch irgendwas anderes ist. Nur so als Idee. Okay, cool. So, was macht dieser Ring ganz genau? Schauen wir uns den doch mal an. Verbessert die Balance, genau. Und das ist, soweit ich weiß... Genau, also wir mit diesem Ring... Können wir jetzt im Wasser zum Beispiel nicht mehr aus der Balance gebracht werden. Das heißt, wir können dann ganz einfach ganz normal durchs Wasser laufen, wie als wäre da gar nichts, was natürlich unten in den Sümpfen ziemlich praktische Angelegenheit gewesen wäre. Und ich sag mal so, und da uns ja eventuell, ich weiß nicht, ob uns oder nur mir alleine dann ein NG Plus irgendwann bevorsteht, also Next Game. Das heißt, man kann das ja hier sozusagen wie mehrmals hintereinander spielen, dieses Spiel. Bringt dieser Ring dann natürlich in dieser Runde eine ganz schöne Menge, würde ich sagen. Wo man dann einfach da im Sumpf rumwuseln kann. Und jetzt schauen wir mal, ob wir den Typen hier unten nicht einfach umhauen. Du kommst auch noch und dann gehen wir mal nach unten. Und schauen wir mal, was wir da dann ausrichten können, würde ich sagen. Wobei, wenn ich mir jetzt hier gerade so die Zeit anschaue... Wobei, komm, ein Versuch machen wir noch, oder? Komm, los geht's. Alalala, alalala. Nein, Hilfe! Das ist aber auch geil. Ich
finde es aber auch super. Der Furz der Distanzierung. Ja, genau, den Furz habe ich diesmal vorausgesehen. Kriegt man nochmal ein Stückchen. Der hat halt wirklich auch. Ich meine. Was, der kann fliegen oder was? Mit seinen, mit diesen Pupsflügeln? Nein, 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 nein! Komm, jetzt macht er nur noch diese Büchse. Sowas liebe ich ja, wenn ein Boss irgendwie so ein Zwischenbuch hat, ne? Um einen von sich wegzuhalten und den dann nur noch machen. Ja, und was soll das denn jetzt? Jetzt macht er den nur noch, oder was? Da bin ich überhaupt nicht mehr an ihn rangekommen. Was bringt das dann bitte? Ja, 1, 2, 3, 4, genau. Und jetzt kriegt er nach oben, klatscht man da drauf. Wisst ihr, was ich meine? Ich meine, wie soll ich denn dann bitte besiegen, wenn alle Möglichkeiten... Wenn mir einfach alle Möglichkeiten genommen werden. Das ist ja völliger Quark. Na gut, wir versuchen uns im nächsten Teil nochmal. Also wir sehen uns im nächsten Teil. Tschüss und ciao.